Hallo, ich bin Ralf Pautitz vom Autohaus Burmeister. Ich habe heute wieder einen Neuzugang für euch. Und zwar in der Kompaktklasse ein Hyundai i30 in der Ausstattung Intro Edition. Das Auto ist aus August 2020, hat 8700 Kilometer gelaufen und ist ausgestattet mit einem 1,5 Liter Benzinmotor mit 81 kW 110 PS. Wir haben bei diesem schönen Hyundai ein Grill in Wabengitterform. Wir haben volle LED-Scheinwerfer, auch mit LED-Tagfahrlicht. Parkdistanzkontrolle vorne. Und wenn wir das Fahrzeug uns von der Seite anschauen, können wir schön sehen, wunderbares Graumetallic, adaptiv die schwarzen Spiegelkappen. Das Fahrzeug steht auf Leichtmetallfelgen, schwarz, Aluglanz gebürstet. Ist ein klassischer Fünftürer als Schrägheck-Variante mit Wärmeschutzverglasung, zusätzlicher Scheibentönung in den hinteren Türen, ringsherum ins Heck. Wenn wir uns das Heck anschauen, wir haben LED-Rückleuchten, wir haben einen Heckspoiler, der ähnlich wie die Spiegelkappen auch in schwarz ist. Dann haben wir bei diesem Fahrzeug auch Parkdistanzkontrolle hinten und zusätzlich bei diesem Auto auch eine Rückfahrkamera. Wenn wir uns dann den Laderaum zu diesem Fahrzeug anschauen, klassisch bei einer Schrägheck-Limousine, Rücksitzbank geteilt umklappbar mit einer Durchladefunktion. Der Ladeboden lässt sich hier öffnen. Wir haben dort hinten das Reifenreparaturset und hier vorne haben wir dann auch noch Möglichkeiten, diverse Dinge unterzubringen. Für eine Schrägheck-Limousine poppig und praktikabel gemacht, wie ich finde. Ja, die Details findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch gerne nachlesen, dann nachher bei uns auf der Homepage. Ihr könnt uns gerne auch auf YouTube weiterfolgen, wenn euch weitere Informationen und Angebote unseres Hauses interessieren. Wenn euch was gefallen hat, schickt uns einfach mal einen Daumen hoch, da freuen wir uns. Und jetzt setzen wir uns mal ins Auto rein, kommt mal mit. Ja, wir sitzen jetzt in diesem i30. Wir haben Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar, die sind auch anklappbar. Wir haben elektrische Fensterheber vorne, hinten. Wir haben ein voll digitales Cockpit, was auch, ich sag mal, intuitiv vernünftig aufgebaut ist. Ein in zwei Ebenen einstellbares Lederlenkrad, Multifunktion mit Bedienung für Radio-Freisprecheinrichtung, Spurhalteassistent oder auch dann für die Geschwindigkeitsregelanlage. Sichtpaket mit Regensensor, automatisch abblendbaren Innenspiegel. Wir haben hier dann unseren großen Bildschirm, darüber läuft dann die gesamte Kommunikation, die Konnektivität, jetzt so wie es zu sehen ist, zum Beispiel das Navigationssystem oder dementsprechend dann auch die Rückfahrkamera. Eine Etage tiefer haben wir dann die Klimaautomatik, zwei Zonen, rechts, links getrennt, regelbar. Wir haben USB und 12 Volt Anschlüsse, 6-Gang Schaltgetriebe, Sitzheizung für beide Sitze vorne. Wir haben auch bei diesem Auto eine Lenkradheizung und Ablagemöglichkeiten im Handschuhfach, in den Türen, in der Mittelkonsole, in der Armlehne, alles da. Die Sitze sind so ein Mittelding zwischen Sportsitzen und Komfortsitzen. Sitzt sich sehr gut auch für ein koreanisches Auto, die Beinauflage für einen vernünftigen Mitteleuropäer vernünftig gestaltet. Ja, und wer Interesse hat an einem schicken Hyundai i30, der knapp 8700 Kilometer gelaufen hat, der ist herzlich eingeladen, das Auto persönlich bei uns zu erleben, bei einer eigenen Probefahrt. Ja, und wir sind auch für euch da. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns einfach an. Danke. Ja, für den Moment bleibt mir nur, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Es hat mich gefreut, dass ihr uns auf YouTube besucht habt und euch das Video angeschaut habt. Ihr seht hier auf der Seite meine Kontaktdaten, wenn ihr weitere Informationen wünscht, euch das Auto gefallen hat. Dinge, die man jetzt sicherlich in so einem Video in der Kürze der Zeit nicht darstellen kann, würde es mich freuen, wenn ihr mich anruft. Wir sind gerne bereit, Fragen zu beantworten und euch weitere Dinge zu erklären, weil unser Ziel ist es, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ihr seid herzlich eingeladen, uns weiter zu folgen. Ihr könnt gerne
unseren Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet, dass ihr dementsprechend weitere Videos von uns sehen könnt und bekommt. Ja, ansonsten für den Moment, wie gesagt, vielen Dank und alles Gute.